Hallo liebe Zuschauer des Richtige Wahlkanals. Aus den vielen Optionen für 4K-Fernseher habe ich 7 Modelle ausgewählt. Diese Top-Liste umfasst Fernseher verschiedener Diagonalen und Preisklassen. In dem Video werde ich über jedes Modell und seine Vorzüge sprechen. Für diejenigen, die sich für einen bestimmten Fernseher interessieren, werde ich in der Beschreibung unter dem Video einen Link hinterlassen. Wenn Sie darauf klicken, erfahren Sie die genauen Preise. Um vollständige Informationen zu erhalten, empfehle ich, das Video bis zum Ende zu sehen. Ich verspreche, es wird interessant. Ihre Meinung ist mir wichtig, also vergessen Sie nicht, Ihre Kommentare zu hinterlassen und den Richtige Wahlkanal zu abonnieren. Um immer über neue Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben, tippen Sie auf die Glocke. Los geht's! Samsung GU43AU 8079UXZG. Meine Rezension werde ich mit dem Samsung GU43AU 8079 starten. Dieses Modell ist wirklich ein Status-TV, der jeden Raum schmücken und die Innenarchitektur ergänzen wird. Dabei sind seine Möglichkeiten so beeindruckend wie möglich. Von der Verarbeitungsqualität über die ausgestellten Inhalte bis hin zur schnellen Arbeit im Internet. Es überrascht nicht, dass viele Käufer sich für dieses Modell entscheiden und positive Kommentare auf den Otto-Marktplätzen oder Mediamarkt hinterlassen. Der Fernseher ist im AirSlim-Design gefertigt und macht ihn unglaublich dünn und bequem zu installieren. Und seine dünnen Rahmen umreißen nur den Bildschirm, sodass sich der Betrachter vollständig auf das schicke Bild konzentriert, das er ausstellt. Für die Tiefe und die gleichmäßige Farbe ist hier ein 10-Bit VA-Panel mit einem Kontrast von etwa 3800:1 verantwortlich. Einige Benutzer scheinen jedoch die lokale Dimmfunktion zu vermissen und der Betrachtungswinkel ist ziemlich eng, aber solche Ansprüche sind für teure Modelle geeigneter. Für diese Kosten ist der Samsung-Fernseher zweifellos eine der besten Optionen. Xiaomi Smart TV P1 50 Zoll. Die nächste Option, die ich habe, ist das Xiaomi Smart TV P1 50 Zoll. Dies ist eines der 4 Modelle der Xiaomi P1-Reihe von Fernsehern mit einer Diagonale von 50 Zoll. Die Geräte erhielten auf 3 Seiten ultradünne Rahmen, ein Android-TV-Betriebssystem, Sprachsteuerung und Stereo-Lautsprecher mit Unterstützung für Dolby Audio und DTS HD. Diese Zahlen sind wirklich beeindruckend. Dank der Dolby Vision und HDR10 Plus Technologie ist das Bild klar, intensiv und detailgetreu. Dank der MEMS Technologie können Sie Videosequenzen mit geringer Framerate kompensieren, wodurch dynamische Inhalte flüssiger werden. Alle Geräte unterstützen das Herunterladen von Apps von Google Play und die Sprachsteuerung über den Google Assistenten. Der Benutzer kann viele Dienste installieren, um Filme und Serien und vieles mehr zu sehen. Android TV bietet mehr als 400.000 Filme und mehr als 7.000 verschiedene Anwendungen. Dieser Fernseher ist wirklich eine sehr gute Option. Sony KD55 X80J. Der nächste Fernseher ist der Sony KD55 X80J. Hier ist das Hauptmaterial des Gehäuses Kunststoff. Es ist jedoch nicht notwendig zu behaupten, dass dies eine schlechte Entscheidung ist. Durch dieses Design ist der Fernseher nämlich nicht so schwer wie andere Modelle, die haltbarere Materialien verwenden. Beim Design setzt der japanische Hersteller auf schmale Rahmen um den Bildschirm. Dies verleiht der X80J-Serie einen gewissen Glanz. Besonderes Augenmerk richtet sich auf ADS-Panels. Sie sind in der Leistung mit IPS fast gleich, bieten aber einen weiten Betrachtungswinkel. Daher wird eine große Gruppe angezeigt, ohne die Bildqualität zu verlieren. Der einzige Punkt, auf den viele Käufer achten, ist ein niedriger Kontrast, da es in dunklen Räumen nicht sehr gut aussieht. Leider ist Schwarz auch nicht hervorragend. Der Fernseher ist mit einem HDR X1 Prozessor ausgestattet. Dadurch wird das Bild mit geringem Rauschen auf dem Bildschirm wiedergegeben. LG OLED 55 C17 LB.
Ein weiterer Vertreter meiner Rezension ist der LG OLED 55C17. Die TV-Modelle der LG Serie C sind seit einigen Jahren führend in der OLED-TV-Linie. Sie gehörten immer zu den erschwinglichsten Modellen mit den besten Panels des Unternehmens und einer hervorragenden Bildverarbeitung. Die Modelle dieser Serie sind auf ihre Art attraktiv und halten sich seit drei Generationen an das gleiche Design. Hier werden die Hauptstreaming-Anwendungen iPlayer, iTV Hub, All4 und MyFi verwendet. Sie ergänzen eine große Auswahl an Apps, zu denen Netflix, Amazon Prime Video und Apple TV gehören. Alle mit voller Unterstützung für 4K, Dolby Vision und Dolby Atmos. Rakuten ist in den Formaten HDR10 und Dolby Atmos, Google Play Movies und TV mit HDR10 und 5.1 Sound erhältlich. Im Allgemeinen sehen die Benutzer darin nur positive Aspekte. Einen großen Bildschirm mit einer dünnen, glatten Frontplatte und ohne Logos. In der unteren Mitte befindet sich ein kleiner Vorsprung, in dem sich der IR-Sensor und die Betriebsanzeige des Fernsehgeräts befinden. Samsung GQ65Q60AAUXZG. Ein weiteres Modell in meinem Test ist der Samsung GQ65Q60A. Es ist erwähnenswert, dass der Q60A eine Basisserie ist, die mit der Quantum Dot Color Funktion geliefert wird. Es ermöglicht ihnen, satte Farben und eine präzise Farbwiedergabe zu genießen. Die 4K-Auflösung des Q60A wird durch die UHD-Upscaling-Technologie ergänzt, die nicht nur für 4K, sondern auch für normale Inhalte eine hervorragende Bildqualität bietet. Nach Meinung der Käufer ist eine Diagonale von 65 Zoll die optimale Größe für das Haus. Jeder schätzt das elegante Design, das Air Slim genannt wurde. Es hat einen dünnen Rahmen, sodass das Bild den größtmöglichen Platz auf der Vorderseite einnimmt. Das dunkle Kunststoffgehäuse verleiht ihm ein wenig Anmut. Samsung Q60A hat einen hervorragenden Kontrast, der im Gegensatz zu IPS durchaus von einem VA-Panel erwartet wird. Es zeigt tiefes Schwarz an, hat jedoch keine lokale Dimmerfunktion, um den Kontrast weiter zu verbessern. Die Spitzenhelligkeit in realen Szenen übersteigt 400 NITS. Dadurch kann der Fernseher gut mit Blendung in hellen Räumen umgehen. Aber für HDR-Inhalte ist das ein ziemlich mittelmäßiger Wert. Sony KE75XH90P. Sony-Fans haben sicherlich schon von dem KE75XH90 gehört. Abgesehen von der 4K-Auflösung und der erhöhten Bildwiederholfrequenz ist dieses Modell für eine ganze Liste von proprietären Technologien interessant. Die XH90-Vertreter sind mit 4K VA-Matrizen und der proprietären Full-Array-LED-Beleuchtungstechnologie ausgestattet, die die Helligkeit einzelner LED-Gruppen dynamisch ändert. Dieser Fernseher bietet dank der Unterstützung der Standards HDR10, HLG und Dolby Vision auch bei der Anzeige von Inhalten mit dunklen Szenen einen hohen Kontrast. Der Fernseher bestimmt die Konturen einzelner Objekte mit der objektbasierten HDR Remaster Funktion, anstatt die gesamte Gamma-Kurve zu verdrehen. Am Ausgang werden tiefdunkle Szenen scharf und die Pixel werden nicht zu einer formlosen grauen Masse zusammengesetzt. Die Extended Dynamic Range Technologie verändert auch die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung und passt sie an die Videosequenz an. Dadurch wird der Kontrast des Bildes weiter erhöht. Für diese Steuerung ist der Sony 4K HDR X1 Prozessor verantwortlich. Er erfüllt auch die Funktion eines 4K Upscalers und erhöht die Auflösung einer Vielzahl von Inhalten auf ein höchst realistisches Erlebnis. LG 86 UP 8009LA. Ich möchte meine Rezension mit einem Modell mit großer Diagonale abschließen. Der LG 86 UP8000. Trotz der Tatsache, dass diese Version zu einem massiven Segment gehört, ist die Bildqualität jedoch auf einem hohen Niveau. Und er hat eine riesige Auswahl an intelligenten Funktionen.
und all diese Eigenschaften für wenig Geld. Die Bildwiederholfrequenz beträgt 100 Hertz. Unterstützt werden Stereo, Subwoofer, DTS, automatische Audioausrichtung, Dolby Digital, Matrix-Hintergrundbeleuchtung, Full Array Dimming. Die Bedienung der Technik wird durch die Verwendung der Magic Remote mit Scrollrad und Gyroskop verbessert. Hier befindet sich die Sprachsuche. Das war meine Top 7 Liste. Speziell für diejenigen, die an irgendwelchen TV-Modellen aus dieser Liste interessiert sind, habe ich unter dem Video Links zu Websites platziert, auf denen die genauen Preise aller Fernseher verfügbar sind. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Bleiben Sie auf dem Laufenden mit neuen Themen und neuen Videos. Teilen Sie gerne Ihre Meinung mit, welcher dieser Fernseher Ihnen am besten gefallen hat und ob Sie ihn sich selbst kaufen möchten. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video auf dem Richtige Wahl-Kanal.